Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Bayerns Elfer-Fehlentscheidung. Nach dem umstrittenen Elfmeter für Bayern gegen Bremen im Pokal-Halbfinale räumt der DFB-Videochef Jochen Drees ein, dass Schiedsrichter Daniel Siebert einen Fehler begangen habe. Der DFB hat einen Tag nach dem umstrittenen Strafstoß für den FC Bayern im Pokal-Halbfinale gegen den SV Werder Bremen eingeräumt, dass es sich um eine Fehlentscheidung gehandelt hat. Dr. Jochen Drees, Projektleiter für den Bereich Videoassistent beim DFB, erklärte, aus Schiedsrichtersicht halten wir die Strafstoßentscheidung für nicht korrekt. Bayern gegen Bremen durch strittigen Elfmeter weiter. Bayerns Kingsley Coman war in der 78. Minute durch einen leichten Schubser von Gebre Selassie im Strafraum zu Fall gekommen. Schiedsrichter Daniel Siebert entschied auf Elfmeter, Robert Lewandowski verwandelte zum letztendlich entscheidenden 3:2 für den Rekordmeister, der ins Finale gegen RB Leipzig einzog. Der VAR-Videoboss des Verbandes räumte die schwere Fehlentscheidung ein. Einerseits gibt es Aspekte, die auf fachlicher Ebene gegen einen Strafstoß sprechen. Andererseits gibt es allerdings auch einen Aspekt, der für ein strafwürdiges Verhalten spricht, meinte Drees. Drees kritisiert fehlende Kommunikation. Gleichzeitig kritisierte Drees den Austausch zwischen Schiedsrichter Seibert und dem Videoassistenten in Köln. Die Kommunikation sei nicht gut abgelaufen, erklärte Drees. Seibert hatte die Szene sich nicht selbst angeschaut, Drees hätte sich allerdings ein On-Field-Review gewünscht. Dabei soll es nach Bildinformationen aus DFB-Kreisen zu einer fatalen Panne gekommen sein. Siebert hatte ein vermeintliches Foul am Fuß von Coman gepfiffen. Kontakt am Fuß gab es allerdings nicht und dies auch VAR Robert Kampka mitgeteilt. Dieser habe sich laut Bild jedoch auf den Kontakt am Oberkörper konzentriert, diesen bereits für ausreichend für einen Elfmeter erachtet und darum nicht veranlasst, dass Referee Siebert die Szene selbst noch einmal ansieht. Drees weist in seiner Erklärung explizit darauf hin, dass ein Review auch bei einer falschen Wahrnehmung des Schiedsrichters zu erfolgen habe. Der Elfmeter hatte die hitzige Diskussion ausgelöst. Bremens Kapitän Max Kruse bezeichnete den Pfiff nach dem Spiel als lächerlich. Die Erklärung von Jochen Drees hier noch einmal im Wortlaut. Wir erwarten zwar, dass der Videoassistent eine fachliche Einschätzung vornimmt, ob eine Situation in einem klar strafbaren oder nicht strafbaren Bereich liegt und ob eine falsche Wahrnehmung des Schiedsrichters vorliegt. Ist einer der Faktoren aus Sicht des Videoassistenten offensichtlich der Fall, muss es aber unbedingt zu einem On-Field-Review kommen, damit der Schiedsrichter auf der Grundlage der Videobilder in der Review-Area diese Beurteilung eigenständig vornehmen und anschließend eine Entscheidung treffen kann. Im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München ist dies in der 78. Spielminute leider nicht der Fall gewesen, da die Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und dem Videoassistenten nicht gut abgelaufen ist. Einerseits gibt es Aspekte, die auf fachlicher Ebene gegen einen Strafstoß sprechen, andererseits gibt es allerdings auch einen Aspekt, der für ein strafwürdiges Verhalten spricht. Aus Schiedsrichtersicht halten wir die Strafstoßentscheidung für nicht korrekt. So, das war's schon wieder mit der nächsten Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar. Ansonsten würde ich gerne von euch noch wissen, wie ihr die Entscheidung fandet. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten bis zur nächsten Folge und ciao.